Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Game Dev Tycoon. Ja, Game Hero ist gleich fertig. Ja. Und wir machen immer noch Umsatz mit Progression und ordentlich Fans. Und ich mache mal kurz einen Cut. Und ich bin wieder da. Ja, Game Hero ist bereit. Wir haben neue. Oh, wir haben zwei neue Rekorde. Das ist ja mal geil. 3D-Grafik sind wir Level Up. Okay. Spiel veröffentlichen. Oh, wobei. Okay, Spielbewertung. Wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel Game Hero erhalten. Okay, Progression geht sowieso bald vom Markt. Eine 8 von Stargame, sehr unterhaltsam, das ist auch mal gut. Und eine 8 von Informed Gamer, sehr gut. Und das wird eine 9 von Game Hero, großartig. Und eine 8 von All Games, habe es tagelang gespielt, das ist doch mal geil. Und Pokémon GS ist immer noch auf dem Markt. Auftragsarbeit. Hier, 102.000 kriegen wir dafür. Machen wir doch. Uiui. Könnte knapp werden, können ziemlich knapp werden. Kacke, ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee, schaffen wir nicht. Pokémon GS wurde vom Markt genommen. Es wurden knapp 400.000 Einheiten verkauft und 4,3 Millionen Umsatz erzielt. Und wir sind ja auch wieder über 10 Millionen, das ist ja geil. Game Hero verkauft sich richtig gut. Oh, das schaffe ich nicht. Nein. Scheiße. Ich habe Game Hero gespielt und das Erlebnis ungemein genossen. Das wirklich hervorragende visuelle Design ist nur einer von vielen Gründen, warum Game Hero eure Aufmerksamkeit verdient. Nur ein Spiel mit Einhörnern, Regenbögen, Piraten und Ninjas könnte möglicherweise besser sein. Kirtenkiller Gamers. Okay. Das ist doch mal geil und wir. Oh. Das ist sehr enttäuschend. Die Vertragsstrafe von 44.000 ist schon gehabt. Das ist mir egal. Ich habe genug Umsatz gemacht. Und wir könnten mal ein paar Spielberichte wieder machen. Du machst hier für Pokémon. Und du für Game Hero. Und ich erforsche irgendwas. Was erforsche ich denn? Multiplattformer, das scheint ja wohl gut zu sein. Aber wofür weiß ich leider auch nicht. Neues Thema. Detektiv. Ach, mach ich einfach mal so. Forschung beginnen. Dann habe ich auch was zu tun. Kopfkratzen. Gleich habe ich die 70 Forschungspunkte wieder drin. Unsere Analyse nach Verkaufsstand von Pokémon GS ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Level Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Ist auch schön. Wir haben auch folgende Erkenntnisse gewonnen. Mittelspiele selber, ja, das weiß ich, aber 100.000 Fans. Ansonsten soll man ein Publisher holen. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Game Hero ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Sound scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Themen, Zielgruppen, Übereinstimmungen ist auch gut. Okay, das ist doch toll. Entwickeln wir jetzt ein neues Spiel? Ja. Es wird auch erstmal ein kleines. Ein Detektivspiel. Wie nennen wir das denn? Ich weiß nicht, erstmal ein Genre auswählen. Strategie und Rollenspiel. Plattform. PC, schön günstig. Tutorial-Engine, mal gucken, wie das wird. Master Detective. Ich glaube, da schreibt man so. Wenn nicht, dann nicht. Schreibt es in die Kommentare.
erstmal nur für Erwachsene. Mal gucken, wie das so wird. Entwicklung starten. Es gibt seit kurzem einen klaren Trend zu Rollenspielen. Und das war toll. Ich mach doch gerade eins. Ja. So ein Rollenspiel. Rollenspiel braucht man natürlich ein bisschen Story. So. Mehr Spielermodus brauchen wir nicht unbedingt. Video könnte man brauchen. Physik. Nö. Cloud auch nicht. Mod Support vielleicht. Gameplay. Tutorials, ja. Ist eigentlich ganz gut soweit. So. Die neue Spielengine hat schon ordentlich was gebracht. Hallo, ich bin Christopher Rignall von eGaming Check. Ich habe gehört, dass BMS gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Jo, immer doch. Christopher Rignall, was ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolgs von Master Detective? Glauben Sie, das Spiel wird gut angenommen? Ich weiß es nicht. Danke für Ihre Zeit. Mal gucken. Game Hero wurde vom Markt genommen. Es wurden 330 oder 320.000 Einheiten verkauft und 2,3 Millionen Umsatz erzielt. Das ist doch mal wieder toll. Ja. Master Detective, ein paar Dialoge, kann noch ein bisschen reden. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Level Editor braucht man nicht. Minispiele auch nicht. Doch. Ist auch wichtig. Alles wichtig. Und jetzt kann ich mal ein paar Zeitschriften rausbringen. Und kaum Bugs, das ist ja auch schön. Spielweltdesign. Sound. Mache ich mal so. Achso. Gut, Open World, Tag, Nacht, Hintergrundgeschichte. Ja. Kommt noch ein Schritt? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, kommt kein Schritt mehr. Achso. Ich brauche diesmal keine Demos. Und das wird kein neuer Rekord. Spiel veröffentlichen, Master Detective. Wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel Master Detective erhalten. Oh scheiße. Naja, eine 5 von Stargames macht teilweise Spaß. Eine 4 von Informed Gamer, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Eine 5 von Game Hero, hab schon besseres gesehen. Eine 6 von All Games zeigt Potenzial, naja. Mal gucken. Nee. Sieht nicht so gut aus, naja. Wir machen Umsatz. Ich bin Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde und habe ein Angebot für Sie. Der Energieverbrauch Ihres Unternehmens ist momentan hoch. Wenn Sie Solarkollektoren einsetzen will, würden, könnten Sie langfristig einiges an Energie und Geld einsparen. Sie würden 50% Kostenzuschuss von uns erhalten, damit beträgt Ihre Investition nur noch 200.000. Möchten Sie Solarkollektoren installieren? Ja. Gerne. Großartig, es war eine kluge Entscheidung, die Solarkollektoren zu installieren. Auf Deutsch Solarzellen. Du gehst im Urlaub. Und du auch. Und ich darf nicht. Ich kann gar nicht. Gut. Was mache ich denn so lange? Ich erforsche irgendwas. Ja, wobei. Mach was anderes.
erstellen, nämlich den Spielebericht, und dann kriege ich noch 2 Forschungspunkte dazu. Branchenexperten erwarten die nächste Konsolengeneration bereits im nächsten Jahr. Die Fortschritte in der Hardwareentwicklung in der PC-Branche sind noch nicht am Konsolenmarkt angenommen. Deswegen können wir davon ausgehen, dass die Konsolen der nächsten Generation einen aufregenden Sprung in die Zukunft machen werden. Das wäre doch immer schön. Gerüchten zufolge liefern sich Mirkonoft und Foley ein Wettrennen um die Konsole der nächsten Generation wahrscheinlich auf den Markt zu bringen. Mirkonoft arbeitet demnächst scheinbar schon mit Entwicklungspartnern zusammen, um Titel für die neue Xbox 360 vorzubereiten. Ja. Dafür will ich kein einziges Spiel entwickeln, das kann ich euch jetzt schon sagen. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Master Detective ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Detektiv- und Strategierollen, Spiel ist eine schlechte Kombination. Grafik scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein, okay. Themen, Zielgruppen, Übereinstimmung ist auch in Ordnung. Gefällt mir nicht so, aber naja. Was will man machen? BMS hat kürzlich Solarkollektoren in den Bürogebäuden installiert. Obwohl die Videospiel- und Softwarebranche eines der saubersten Branchen weltweit ist, verbraucht sie sehr viel Strom. Deshalb kann das Investieren von Kollektoren wirklich Veränderungen bringen. Meinetwegen. So, und hiermit beende ich auch mal das Let's Play. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Let's Play wieder. Ja, mal gucken, was wir da werden. Mal gucken, was wir da machen werden. Ich weiß es selber noch nicht. Also bis dann, lasst euch überraschen. Tschüss. More money and more problems. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'. Mac and Garner.